wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuschauer des XD-Kanals. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich weiß nicht, ob mittlerweile die 30.000 Abonnenten auf dem Kanal schon geknackt wurden. Falls ja, Dankeschön dafür. Wirklich, der ist für euch. Falls ihr die 30.000 noch nicht haben, also abonniert den Kanal. Heute haben wir was absolut Großartiges dabei. Denn eine der beliebtesten... Was sind das für Nachrichten? Eine der beliebtesten Videoreihen ist zurück. Und zwar beliebte SpongeBob-Zitate. Mit einer Brecher-Episode von 8 Minuten, Freunde. Video ist von Dummick. SpongeBob-Zitate, die ich täglich in meinem Leben benutze. Teil 3, rein in die Masse. Also gut, jetzt geht's los. Eine Stunde später. Nur noch ein paar Sekunden mentaler Vorbereitung und dann streiche ich diese Wand an. Einfach jeder Student immer, wenn er arbeiten muss. Dann 2 Stunden später. Ich stehe kurz vor dem Beginn. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Problem, jetzt schlag ich zu. Und nicht vergessen ist der Finger oben. Wird man dich loben. Wird man dich loben. Du schaffst das schon, SpongeBob. Es ist ganz einfach, nur 10 Wochen. Bruder, das bin einfach legit ich, wenn jemand Stickerstar kritisiert. Warte, ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Pünktchen, Pünktchen, Punkt. Ich schaff das, ich schaff das. Ich hab in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Ich hab in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Ich schaff das, ich schaff das. Mann, ist das heiß hier drin. Warum ist es nur so heiß hier? Au, meine Hand. Ich hab einen Krampf in der Hand. Das tut so weh. Mrs. Huff, wie lautet meine Endpunktzahl? 6. Haru! Und wie viele Punkte brauche ich, um zu bestehen? 6. 100. Wie jetzt? 600. Du brauchst genau 600 Punkte und du hast 6. Kein Problem. Das verkrafte ich schon. Was soll's? Wenigstens bekomme ich dann ein ganzes weiteres Jahr von Ihnen. Heiliger Neptun, noch ein Jahr mit ihm. Walfischdreck, dreckig. Walfischdreck ist auch einfach so ein schönes Wort. Ja, Walfischdreck. Ich muss das unbedingt verhindern. Nur wie? Es gibt nur einen Ausweg. Das letzte Schlupfloch eines Lehrers. Bonuspunkte. Bonuspunkte. Ich park aus! Ich park aus! Lass mich ansteuern, SpongeBob! Lass mich ansteuern! Ich park aus! Ich park aus! Ich hab ausgeparkt! Oh, Sir. Was war denn das? Aber Sir, sie hat mir aufgelauert. In meinem eigenen Dojo. Hat man dir irgendwelche Medikamente verordnet, Minjung? Nein, Sir. Ich trainiere nur Karate, Sir. Oder Karate, wie manche sagen. Karate? Junge, hier geht's um Umsätze. Und Karate? Hier geht's um Umsätze. In dem Sinne, Freunde, Prime ist kostenlos. Checkt ab, ob euer Prime verfügbar ist, weil hier geht es um Umsätze. Und die macht man in der Küche. Und jetzt ab. Die macht man in der Küche. Die Arbeit. Ei, ei, Kapitän. Hübsches Toupet, Thaddeus. Ja, das Krabbyland. Das tollste Erlebnis im ganzen Ozean für Kinder. Thaddeus hat Wichsfrisur. Mit Geld. Willkommen in der großen Krabbe, junger Mann. Wie ist dein Name? Manfred. Schön, dass du da bist, Manfred. Aha, okay, Bargeld. Ich meine, Kinder. Es wird Zeit für die große Enthüllung des Bargelds. Ich meine, Krabbyland. Ich hab hier etwas für euch.
Sehr schön, unsere kärgliche Entlohnung. Ah, dieser süße Geruch nach Zahltag. Oh, tut mir leid, das geht in die Reinigung. Hier, das ist ein Scheck. Was soll das? Ich soll dafür zahlen, bei Ihnen an der Kasse zu stehen? Ich soll bei Ihnen zahlen, an der Kasse zu stehen. Atmen 1 Dollar, sprechen 5 Dollar, stehen 10 Dollar, existieren 2 Dollar. Was ist denn Lollygagging? Ist das quasi, also Chupa Chups lutschen und kauen auch nochmal 1 Dollar? Was soll denn dieser Quatsch? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Ja, hallo? Ich wollte fragen, ob Sie den Song nochmal spielen könnten. Welchen meinst du denn? Na, der geht so. Bi-bu-bu-ba-bu-bi. Bu-ba-bu-bu-bi. Nee, Mann, du meinst wohl bi-bu-bu-ba-bu-bu-ba. Bi-bu-bu-ba-bu-bi. Bi-bu-bu-ba-bu-bi. Bi-bu-bu-bu-bu-ba. Ach, das war die Folge, wo SpongeBob der Überzeugung war, dass Mr. Krabs ein Außerirdischer ist, ne? Bububa, Bububiba, nicht Bi, Bububi, Ba. Ein Roboter, kein Außerirdischer. Bi, Bububa. Ja, was? Wie? Ein perfekter Kreis? Nochmal, zeig mir, wie du das machst. Naja, erst mal ich den Kopf. Dann radiere ich ein paar Details weg und dann 1, 2, 3. Ein Kreis, Dingens. Gib das her! Sieht so aus, als ob die Aufregung meines künstlerischen Triumphes zu viel für Thaddäus ist. Naja, zurück in den Müll. In den Müll, in den Müll, 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 in den Müll, Müll, Müll. In den Müll. Einfach ein In den Müll-Remix. Vor allem, was ist... Ach, er macht jetzt diesen hier, oder? Bester Zaubertrick ever. Wie macht er das nur? Geht wieder zurück aufs Schiff. Es ist und bleibt ein Rätsel. Das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Hier geht's nicht um sowas oder sowas, sondern hier geht's um sowas. Halt! Ich weiß, was jetzt kommt. Sie wollen, dass ich in den nächsten Laden renne und irgendwelche Sachen für Mrs. Puff kaufe, die sie gar nicht braucht. Und dann soll ich wieder hierher rennen, nur damit Sie sagen können... SpongeBob, du wirfst mein Geld zum Fenster raus. Und dann sag ich aber, Mr. Krabs, ich hab nur getan, was Sie gesagt haben. Und dann sagen Sie, hier geht's nicht um das oder das, sondern hier geht's um das. Der Schmerz sitzt tief. Der Schmerz sitzt tief. Geil. Der Schatz des Holländers. Wow. Naja, ihr habt mir eine Menge Graberei erspart und deshalb bekommt ihr auch eine Belohnung. Wow. Zwei Golddublonen. Zwei Golddublonen. Moment, ich bin der Captain dieser Crew. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Gold, 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 Gold. Hä? Das ist nur eine kleine Schatzkiste aus Plastik. Plastik! Berührt. Nicht. Berührt. Plastik! Berührt. Wow, die Harpune aus Die Killerqualle Teil 2. Berührt. Nicht berühren. Guck, da ist Dr. Manowar. Er ist von Big Lenny gestochen worden und er hat es überlebt. Schmerzhaft ist das. Einfach die Story eines jeden Marvel-Superhelden. Aber nur die Berührung. Berührt. Muss ich eigentlich ständig hinter dir her sein? Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Tubanga nö. Tubanga nö. Tubanga nö? Tubanga nö. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Der auch nicht. Nein, nein. Ich hab jetzt jeden einzelnen Grabstein. Können wir jetzt wieder SpongeBob gucken? Eine Ewigkeit später. Leute, vielen Dank. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wirklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so großzügig von euch. Wirklich, das ist so extrem großzügig von euch. Ich weiß das so zu schätzen, wie viele ihr hier supportet. So. Wir gucken jetzt
den Mr. Crabslip. Tobanga, nö. Nein, der auch nicht, nein. Ich hab jetzt jeden einzelnen Grabstein abgesucht und immer noch kein Smitty, Schickel, Dickel, Blixer. Denk nach, Krabs. Vielleicht hat SpongeBob was gesagt, das dir einen Hinweis gibt. Das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten illegal. Nein, nicht das. Sie erraten nie, was letzte Nacht in meiner Socke war. Na los, raten Sie. Nein. Es war seine Mütze, Mr. Reed. Okay, ich muss das Thema kurz ansprechen. Wie fange ich das an? Es gibt doch diesen Joke auf Meme-Seiten, dass es so Socken bei Männern gibt. Wo kommt das her? Warum? Also ich habe das noch nie gemacht. Und ich habe auch, also nichts in mir sagt, dass man das tun soll. Das ist American Pie, ne? Aber also, warum eine Socke? Wieso? Ich habe das nie verstanden. Das wird so gottlos rausgeschnitten. Okay, wir gucken weiter. Aber ich hab's nie verstanden. Wieso sollst du eine Socke von dir für sowas opfern? Der Krabs, er war die Nummer 1. Das hat nichts mit Seiten zu tun, mit unanständigen Seiten, Heunestler. Das ist ein bekannter Joke. Ich meine, selbst SpongeBob hat den Joke versteckt gemacht mit dem fliegenden Holländer. Ja, stimmt. Der Holländer hat auch immer seine Socke. Herzlich willkommen im salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Ich bin so hart. Warte mal, was kommt da jetzt? Ich bin so hart? Da kommt jetzt dieser ultra bekannte Joke. Wie hart ich bin? Kommt jetzt nicht das mit dem Tattoo? Wie hart ich bin? Wie hart ich bin? Ich hab eine Schüssel Nägel zum Frühstück verdrückt. Na toll, und? Und zwar ganz ohne Milch. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Einst lebte ein Mann in Peru, dem träumte, er aß seinen Schuh. Er erwachte voll Schreck und der Schuh, er war weg. Und der Schnürsenkel gleich mit dazu. Toll. Hackfleisch. Welche Folge war das? Ich kenne die Folge nicht. Das war geträumt. Okay. Hat es der Hackfleischhackende... Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Ravioli und Parmesan zuhauf. Hey, da ist kein Eis drin. Eis? Eis? Sie wollen Eis? Ja, wie soll ich sagen? Das Eis ist heiß. Die finstere Tat, sie ist nun vollbracht, Sir. Ich hol's mir selbst. Das Eis ist doch... Hier gibt's kein Eis. Hier hat's auch noch nie welches gegeben. Eis ist ein Gerücht. Wen hatten die da drin eingesperrt? Hatten die da nicht Thaddäus drin? Hör mir zu, Krabs. Wenn ich deine Formel für die Krabbenburger... Ach, den Gesundheitsinspektor. Stimmt. Der Gesundheitsinspektor! Entdeckt habe, kannst du deinen Laden zumachen! Ich war schließlich an der Uni! Shiak Kazin! Shiak Kazin! Uni! Shiak Kazin! Ich könnte mir das tausendmal angucken. Schließlich an der Uni. Shiak Kazin. Äußerst ärgerlich. Jetzt kommt der miese, pietrige Thaddäus. Du sollst keine Figuren nach mir benennen. Auf der Welt gibt's nur Idioten außer mir. Stimmt ja auch. Nein. Vor allem dieses stimmt ja auch. Ich bin ja lebendig, wenn wir ein Lied singen. Los geht's. Oh, es war einmal ein Schneemann. Das Leben ist so extrem, wie man's haben will. Vielleicht haben wir falsch gesungen. Das ist ein sehr abruptes Ende. Also, erstmal einen fetten Daumen nach oben auf jeden Fall dagelassen. Das war wieder äußerst unterhaltsam. Es war sehr schön. Geiles Video. Ich habe wieder leichte Bauchschmerzen, weil ich sehr viel gelacht habe. Ich freue mich schon, wenn da irgendwann, ich weiß nicht, also ich meine, irgendwann sind die SpongeBob-Zitate aufgebraucht, ne? Aber sollte da irgendwann noch mal ein Part 4 kommen, Freunde, wir grinden ehrenlos rein. Ich verspreche es euch.